wir erleben im Moment exponentielles Wachstum und das Internet und die ja, darauf folgende Digitalisierung ändert unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, so wie das die Dampfmaschine getan hat. Gerade in solchen turbulenten Zeiten, in denen wir uns befinden mit der Digitalisierung, ist es halt entscheidend, dass man halt auf Erfahrungen zurückgreift, die andere Unternehmen schon gesammelt haben. Und das wollen wir natürlich als Agentur fördern und wollen auf dieser Konferenz Handelskraft die Unternehmen zusammenbringen, die Ansprechpartner. Es geht um agile Methoden, also wie kann ich in meinem Unternehmen schneller auf die digitalen Herausforderungen reagieren, wie kann ich mein Unternehmen schneller verändern. Es geht um klassische Usability- und Conversion-Optimierungsthemen, das heißt, wie kann ich mit dem, was ich habe, noch erfolgreicher sein, wie kann ich das messen, wie kann ich das optimieren. Es geht um den Austausch zwischen den Teilnehmern. Wir haben Leute dabei, die machen seit 20 Jahren E-Commerce. Die haben ganz, ganz viel gelernt. Und wir haben Leute dabei, die fangen gerade erst mal an. Und jetzt bringen wir die zusammen. Wir bringen Mittelständler zusammen, aber auch große Brands, internationale Brands. Und dieser Austausch, der da entsteht, das ist der Mehrwert. Was müssen die Unternehmen tun aus meiner Sicht? Ist im Wesentlichen das Thema ihre Kunden neu kennenlernen und ihre Kunden in dem Zuge neu kennenlernen. Was ist die neue Customer Journey der Kunden im Rahmen dieser digitalen Transformation? Es sind halt viele neue sogenannte Touchpoints entstanden, sodass der Kunde nicht mehr nur ins Ladengeschäft oder nicht mehr nur per Telefon oder per Katalog angesprochen werden will und wird, sondern dass er halt auf vielen digitalen Kanälen mit den Kunden, mit den Unternehmen interagiert. Und das müssen die Unternehmen neu lernen. Also ich finde an der Konferenz hier sehr spannend, dass man Erfahrungsberichte einsammelt und feststellt, dass man nicht alleine ist auf der Welt beim Einführen eines Online-Shops. Wir führen momentan einen Online-Shop ein, sehr, sehr umfangreich, sehr großes Projekt. Customer Journey ist sehr interessant für uns, gerade kontaktpunktübergreifend, also wie man es auch nennen will, Multichannel, Omnichannel, ganz spannend, also gerade auch bei uns im Firmenumfeld mit Vertriebsmannschaft, Niederlassungen, also wo quasi die Kunden hingehen können, um zu kaufen, dann plus Online, plus Telefonvertrieb. Das sind so die Themen, die uns beschäftigen, sehr spannend sind, eine Herausforderung über verschiedene Systeme, online, offline, dann die Daten hin und her zu schaufeln und miteinander zu kommunizieren. Der Kunde verändert sich gerade und das ist spannend. Also wir gehen weg von diesen Milieus hin zu diesem ja, Kundenstil, zu diesem Individualismus, zu diesen Werten auch. Und das ist total spannend für uns, weil sich da ganz viel in der Kommunikation mit den Kunden verändert. Und das sind eher so Dinge, die Auswirkungen klar auch auf die Technologie haben, aber ganz besonders halt auch auf die Redaktionen für unsere Shops und auf die Kundenansprache und auf die Kultur, die wir auch leben. Und ich glaube, dass eher so in diesen feinen Dingen die Herausforderungen für die nächsten Jahre liegen. Es gibt schon noch Trendthemen und sicherlich auch Weiterentwicklung, aber was man tatsächlich sieht, ist schon eine gewisse neue Ernsthaftigkeit, würde ich das jetzt mal nennen, dass man sich rauspickt, was man braucht. Also dass man mehr überlegt, was wollen denn die Menschen sehen und wie können Lösungen entsprechend aussehen. Und dann pickt man sich die Trendthemen, sei es im Mobile-Bereich oder sei es in anderen Bereichen, eben raus und überlegt dann, wie lassen sich daraus Businessmodelle und Geschäftskonzepte formen. Die Grundlage für unsere Kunden ist natürlich ein sehr gutes Netzwerk, sehr gute Agenturen, aber auch eine Kultur von Innovation im Unternehmen, den Mut, sich schnell zu verändern und auch den Mut, zusammen mit uns als Partner, neue Sachen auszuprobieren und auf unsere Expertise zu vertrauen. Wir denken voraus, wir haben ein gutes Gefühl, was passiert nächstes Jahr, was passiert in 3 Jahren und das möchten wir mit unseren Kunden teilen.